Oh, ah, shit, das ist ein Fortnite-Video. Okay, let's go. Das wird auf jeden Fall ein geiles Video, Leute. Also, wenn das nicht funny wird, dann weiß ich auch nicht. Also, ich glaube, das kann nur ein Meisterwerk werden. Also, ich glaube, das Video wird krass. Das Video ist wirklich krass. Die Erwartungen sind niedrig und niedrig ist noch zu hoch. Das stimmt allerdings. Lösch dich einfach. Ja, hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um Alpha Kevin. Es geht mir einfach nur noch auf die Nerven, dass... Alter, das Ding so ein bisschen, als hättet ihr einen österreichischen Akzent, Dialekt-Dings. Wie sagt man? Dialekt, ne? Das ist dann... Nee, Akzent, Dialekt? Was sagst denn du dazu? Ihr weiß, ich hab gesagt, Dialekt, Akzent, I guess. Leute, entscheidet euch doch mal. Akzent, Dialekt, ja. Nice, dankeschön, dass ihr euch... Ja, nice, dass ihr alle einer Meinung seid und auch direkt immer nur die gleichen Sachen reinschreibt. Finde ich sehr nice, deswegen weiß ich jetzt unbedingt, was jetzt Dialekt oder was Akzent ist. Wenn das... Was er sagt, genauso lost ist wie das Spiel, was er spielt, dann wird's ein geiles Video. Ja? Also, wir starten rein in das Video. Alpha Kevin, lösch dich einfach, ja? Wird ein krasses Video sein. Ich hoffe, er nimmt mich nicht zu krass hops. Heute geht es um Alpha Kevin. Es geht mir einfach nur noch auf die Nerven, dass der Typ denkt, dass er relevant auf YouTube ist. Ich weiß, ich bin auch nicht relevant. Hey, klar, Spectre, du bist relevant, was ist los bei dir? Trotzdem, schaut euch dieses Video an. Er produziert solche Videos, in dem... Hey, das sind alles nice Videos, Alter. 150.000 Aufrufe, Standardskill. Ey, Stani hat mir immer gute Klicks gebracht. Ehrenmann. Real Talk, Ehrenmann. Ja, Umut Abi, einfach weil das Klassiker-Videos sind. Zu dem kannst du halt ein Video machen, das bekommt definitiv ganz gut Klicks, weil... der labert so viel unfassbaren Müll, dass man ihn so geil auseinandernehmen kann, dass das schon Spaß macht, um solche Videos zu machen. Ja, bei manchen, da musst du ein bisschen auf Krampf machen, aber das ist halt wirklich, das macht einfach Spaß. Wobei jetzt die ganze letzte Zeit habe ich eigentlich gar kein Video auf Krampf gemacht. Ja, das war alles so aus, einfach aus Emotionen heraus. Mehr andere YouTuber kritisiert. Also versteht mich nicht falsch, Kritik ist gut. Nur so kann man sich weiterentwickeln und sich verbessern in dem, was man tut. Aber ja. Alpha Kevin gibt keine konstruktive Kritik ab, sondern interpretiert größtenteils einfach nur irgendetwas rein. Also er wirft einfach irgendetwas vor, ohne Beweise. True. Dein Kanal. Stimmt, ja, das stimmt schon. Also gerade ohne Beweise mache ich halt extrem oft, ja. Also ich habe auch meistens kaum Einblendungen in meinen Videos, wo ich dann nochmal zeige, wo der Fehler liegt. Okay, ich bin gespannt, ohne Scheiß. Sollte Alpha Kevin interpretiert heißen. Hier ein Beispiel. Übrigens hieß ja der Gewinner irgendwas mit Manio Gaming. By the way, ich habe nochmal so geschaut, wer dort alles mit aktiv war im Chat und ich habe auch die Teilnehmer im Chat nochmal durchgecheckt und dort gab es auch keinen, der Manio Gaming hieß. Bedeutet übrigens im Umkehrschluss, dass er sich diesen Namen einfach nur ausgedacht hat, damit er niemanden irgendwas verlosen muss. Dementsprechend war dieses Gewinnspiel auch schon wieder doppelt. Jetzt bin ich gespannt. In der folgenden Sequenz hat er dann aber übrigens den richtigen Gewinner ausgelost. Und spammt jetzt nochmal alle in den Chat, die wir den Kanal abonniert haben und den Stream geliked haben, dann lösen wir auch gleich einmal auf. 103 Leute spielen schon mit. Nice. Okay. Wir lösen auf, Leute. Und der Gewinner, Leute, ist Chicken Opa. Chicken Opa, bitte schreib einmal deinen Epic-Namen in den Chat. Solltest du im Stream sein, Leute. 200 Zuschauer, was geht ab? 200 Zuschauer, was geht ab, Mann? Jetzt bin ich aber mega fame. Junge, sei doch einfach still. Ich meine, es ist ja immer schön, dass der liebe Chicken Opa jetzt gewonnen hat. Aber komisch, dass auch hierbei keiner im Chat war, der übrigens Chicken Opa hieß. Bedeutet auch wieder, dass er einfach nur... Ey, übrigens, nach dem Video hat sich ein Kanal gemeldet namens Chicken Opa. Der hat gesagt, der hat da nicht mitgemacht. Aber er hat gesagt, ja, mein Name existiert schon längst. Das ist auch so stark einfach. Ich habe das so gefühlt. Ich meine, ich sag, er denkt sich einen Namen aus namens Chicken Opa und er meldet sich halt wirklich einen Kanal namens Chicken Opa. Ey, wirklich, alles reicht im Leben. Nur den Namen erfunden hat und er jetzt sozusagen der Gewinner ist. Ich meine ja, ich habe auch das Gefühl, dass der Typ alles faked. Alles schön und gut. Aber ich mache kein Video, in dem ich einfach gesagt sage, ich glaube, er faked. Hä? Ist der dumm? Hä? Ich zeig Einblendungen, warum das fake ist, weil er sich Dinge ausdenkt und er sagt, ich interpretiere es rein. Was? Der zeigt das sogar in dem Video, dass ich einen Beweis liefere. Alter, Fivehead. Mega schlau. Real Talk, mega schlau. Spectre, richtig stark. Einfach selber hops genommen. No joke, finde ich richtig stark. Denn schlussendlich, wenn du dich irren solltest, musst du dich entschuldigen. Nur weil du diese zwei Namen nicht gefunden hast und... Weil entschuldigen auch so schlimm ist, oder wie? Alter, dann müsste ich mich einfach entschuldigen.
Aber ich habe bewiesen, dass keiner davon dabei war. Ich habe im Chat geguckt, ich habe Chat-Teilnehmer gesehen und keiner war dabei. Ich blende es ein und der sagt, aber falls du dich jetzt irren solltest, ja, dann müsstest du dich entschuldigen. Und ich würde mich auch entschuldigen, würde ich verkackt haben. Aber ich habe nicht verkackt, weil dieser Shady zugegeben hat, dass er gefaked hat. Big Brain Move, ja. Und ich glaube wohl kaum, dass du im ganzen Stream nach dem Namen gesucht hast. Ja, heißt das nicht, dass die den Stream nicht geguckt oder geliked haben? Was habe ich gehört? Das war nicht genug. Also gut, Leute, hier nochmals ein Beispiel für euch. Von... Please not. Bitte irgendwas Sinnvolleres, okay? Hoffentlich. Alpha Kevin interpretiert. Ich spiele das Spiel nicht mehr. Junge, das ist einfach ein Video von 2018. Nice. Digga! Ich geb ihn 80, er überlebt mit 1 HP. Standardskill hat er mir zwar mal geschrieben, dass er unbewusst so reagiert, jedoch kann ich mir das bei ihm nicht vorstellen, einfach weil er alt genug ist, um sich zu beherrschen. Hä? Was soll denn das für eine Aussage? Er ist alt genug, um sich zu beherrschen? Man ist nie... Ich glaube, der hat das Prinzip auch nicht verstanden, was ein Meinungsblock ist. Ich glaube, der denkt, das ist so ein Objektivblock oder so, wo man nur Fakten oder so ein Fakten... Ja, am besten so ein Faktenkanal. Es heißt ja Meinungsblock, indem ich meine Meinung mitteile zu einem bestimmten Thema. Und wenn ich selber damals fand, dass Standardskill zu krass ausrastet und das irgendwie nicht authentisch wirkt, dann ist das meine Meinung, ja? Ich sag ja auch noch selber, ich finde, dass Standardskill zu krass übertreibt, ja? Oh, geil, Alter. Ey, ohne Scheiß. Der Typ macht mich jetzt schon alle. 2 Minuten 49 bis er jeder Punkt scheiße gewesen. Genug, wenn es um Ragen beim Spielen geht. Ich meine, schau dir Electrix an. Willst du auch sagen, dass er seine Reaktionen faked, weil er alt genug ist und sie unter Kontrolle haben soll? Könnte ich sagen, ja. Könnte ich sagen. Aber bei dem einen merkt man einfach, dass er gerade komplett hasserfüllt ist. Und bei dem anderen merkt man, der ist eigentlich gar nicht so hasserfüllt und von jetzt auf gleich schreit er auf einmal los oder ist leicht hyperaktiv. Deswegen, es ist, ja... Ich sag mal so, wie gesagt, ist halt ein Meinungsblock, ne? Der eine empfindet das so, der andere so. Ich fand einfach, dass Standardskill in meinen Augen leicht übertrieben hat. Aber gut, wenn wir jetzt halt nur noch Faktenvideos machen, das muss er mir halt eher sagen. Da muss er sagen, Alpha Kevin, mach doch Faktenvideos. Das, was du machst, ist einfach zu krass interpretiert. Das ist nicht in Ordnung. Und dann noch das. Dann nimm dir doch lieber die Zeit und investier sie. Alter, jetzt ist das Video noch leiser. Ich hab's gerade eben... Real Talk, ich hab's gerade eben trotzdem relativ laut gestellt. Und jetzt ist das noch leiser, Alter. Ich versteh's selber kaum. Lost. Darin, um ein Video mal ordentlich zu schneiden. Und ja, ich weiß, eigentlich darf man nichts gegen ihn sagen, weil er zu viele Fans hat. Aber in der Größe erwarte ich eigentlich schon ein bisschen mehr Aufwand. Seine ich bin Japaner. Und ich fressen den Hund jetzt. Und jetzt hau ab, du kleine Schwanzlutscher. Aber ich will kein Rise of Kingdoms spielen, das juckt mich einfach nice. Nicht. Nice. Alter, das war ein Video von 2019. Da habe ich nicht einfach... Nee, von 2020. Anfang 2020. Nee, von 2019. Oder Anfang 2020. Eins von beiden. Ja, das war nochmal so ein bisschen die andere Stufe. Spiel jetzt. Aber ich habe gesagt, du hältst jetzt deine Fresse und spielst das jetzt. Muss ich? Schnauze, oh fuck, das ist schon leicht cringe. Bruder, du hast dich doch selbst gerade blamiert. Ich meine, hä? Hä? Du kritisierst Standardskill wegen seiner... Ach, so schlechten, editierten Videos, aber im selben Video editierst du wie ein 5-jähriges Kind, das solche Videos dann lustig... Was? Ich hab mich nicht mal beschwert übers Editieren von Standardskill. Was? Ich hab gesagt, er übertreibt in seinen Videos und nicht, er cuttet das Video zu cringe. Geiler Typ, ja. Also der verwechselt schon wieder irgendwelche Sachen. Ich weiß nicht, ob das sich irgendwie mal was aufgeschrieben hat, an welche Punkte er sich ungefähr halten kann und halten soll. Alright, bester Mann, ja, bisher starkes Video. Findet und darf... Ey, ich hoffe wirklich, ich bekomme Schmerzensgeld von dem Jungen. Das wäre ganz nice. TikTok hochlädt. Und dann noch diese Sache. Sorry, der muss sein, Leute. Als Julian Bam damals seine Meinung über Meinungsblogger gesagt hat, musste der liebe Alpha Kevin interpretiert auch seinen Senf dazugeben. Aber nicht mit der Begründung, weil er auch ein Meinungsblogger ist, sondern...
Hört es euch selbst an! Auch in Ordnung, aber es gibt auch negative Beispiele, die ausschließlich gegen Leute hetzen und Hate verbreiten, wie zum Beispiel Firegolden, hat er in dem Video gesagt. Nice, da war schon mit Firegolden gut. Let's go, sehr nice, okay. Auch mit in der Rolle sehe, da ich ja ähnlichen Stuff wie Max mache, sage ich jetzt auch mal was dazu. Alpha Kevin interpretiert ist so irrelevant gewesen und immer noch, dass Julian Bam seinen Namen nicht mal erwähnt hat. Hä? Was? Die nächste Lost-Angelegenheit. Ey, wir springen von einem losten Punkt auf den anderen. Pass mal auf, ich sage euch ganz kurz, was damals los war. Julian Bam und Firegolden hatten eine Auseinandersetzung. Julian Bam hat Firegolden zu sich eingeladen, damit die miteinander talken. Firegolden hat es nicht weiter angenommen. Und ich habe, nachdem das passiert ist, ein Video dazu gemacht und auch meine Meinung dazu gesagt. Und er sagt jetzt so, ja, Julian Bam hat nicht auf dich reagiert. Ja, weil ich zum Schluss ein Video gemacht habe, nachdem die Sache gelaufen ist. Nice Fact, Bro. Ja. Geil, ja. Also auch wieder sehr, sehr nice. Warum soll mich denn da auch Julian Bam erwähnen? Außerdem habe ich noch nicht mal vorgehabt, dass mich Julian Bam erwähnt. Weil, guck mal, wenn ich das vorhab, dann gehe ich ja davon aus, dass er mich negativ erwähnt. Weil ich ja auf der Seite von Firegolden wahrscheinlich war zu der Zeit. Und dementsprechend wäre es ja dann logisch gewesen. Weißt du, dann wäre es ja logisch gewesen, wäre ich eher auf der Seite von Julian Bam gewesen. Aber wenn ich auf der Seite von Firegolden mehr bin, dann hätte ich ja mit Hate und mit Kritik rechnen müssen. Aber ja. Alpha Kevin interpretiert, ist halt cringe. Und er sich mit dieser Aussage die Elle. Ich meine, scheinbar gibt. Das meine ich auch bei Standardskill, dieses Übertriebene. Dieses Übertriebene, was ich manchmal nicht abkaufen kann, ja. Sagen die Elle. Ich meine, cringe. Scheinbar gibt's ja bei mir auch nicht wirklich so viel zu kritisieren. Und er mit dieser Aussage, die Erlaubnis sich selbst gibt, dieses Video zu drehen. Firegolden, der auch mittlerweile irrelevant ist, von anderen YouTubern kritisiert. Oh, es ist so cringe einfach. Es ist wirklich unangenehm. Real Talk ist wirklich unangenehm. Kritisiert wird oder die zusammen Beef haben, interessiert es dich nicht, obwohl du ja die gleiche Scheiße wie Firegolden machst. Nein, du Hund, nein! Du wolltest einfach kurz einmal Klicks abstauben. Ja, ja, ich will auch Klicks ab... Ja? Ja, ich wollte Klicks abstauben. Oh shit, ich bin YouTuber. Was? Was? Als ob ich auf YouTube Klicks abstauben möchte. Imagine, Leute. Imagine, ihr macht YouTube und wollt Klicks abstauben. Nicht vorstellbar, oder? Nicht vorstellbar. Abstauben. Aber ich gebe es immer hinzu, du Hund. Und dann noch modst du immer, dass andere YouTuber spezielle Videos machen, nur um Klicks abzustauben. Du Hund. Ach, Alpha Kevin interpretiert. Ach, was machen wir mit dir? Ich will... Denkt er, der ist... Krass, wenn der sagt, ach, Alpha Kevin interpretiert. Das Ding ist halt einfach, wenn er das sagt, hat er damit halt noch nicht mal Unrecht. Weil es ist ja auch einfach so, dass ich interpretiere. Das ist bei einem Meinungsblog meistens der Fall, dass man interpretiert, ja. Dass man seine eigene Meinung mit einfließen lässt. Der denkt halt, der hat mich jetzt gerade damit, wenn er mich so nennt. Aber der zerballert sich gerade ordentlich selber. Du Hund, du bist einfach so ein Hund, Alpha Kevin. Das ist einfach so widerlich. Ich benenne dich jetzt nach dem Tier, ja? Du Hund. Ich würde sagen, wir löschen dich! Wir löschen dich einfach aus YouTube! Alpha Kevin, lösch dich! Du bist scheiße irrelevant geworden! Hand in Hand! Ich bin irrelevant geworden. Alright, Bro. Also das Ding ist halt, er blendet selber keine Fakten ein. Wisst ihr, wie ich meine? Der blendet selber keine Beweise ein. Sagt aber, bei mir fehlen Beweise. Wo bin ich denn irrelevant geworden? Junge, meine Videos machen mittlerweile immer über 30.000 Aufrufe. Das hatte ich früher nicht, das hatte ich vor einem Jahr nicht, vor 2 Jahren nicht und vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren nicht. Digga, wo bin ich denn irrelevant? Bro, also ich bin jetzt natürlich nicht auf YouTube eine übel relevante Person, ne? Das möchte ich niemals sagen. Aber als ob ich irrelevant geworden bin. Ist ja ganz im Gegenteil, ja? Guck, allein das, über 40.000 Aufrufe pro Video hier in diesem Bereich. Hier in diesem Bereich ebenfalls, ja? Außer hier mit 30.000 Aufrufe. Hey, ist doch mega gut. Also, keine Ahnung so. Und das sagt mir halt einfach der Spectre, ja? Spectre, 78 Abonnenten. Also, wenn wir jetzt wirklich auf Reichweite gehen wollen, 78 Abonnenten und macht halt geisteskranke Videos, ja? Erstmal stabile Like-Dislike-Rate. Wird wahrscheinlich nicht ohne Grund kommen. Sieht übrigens auch stabil aus, ja? Sieht stark aus. Und mit Firegolden könnt ihr euch zusammen löschen. Leute, ich... Firegolden macht noch nicht mal mehr Videos.
Ja, so stark einfach. So, ich weiß nicht, was hier in der Welt erlebt, aber der nutzt Safe Internet Explorer. Also sonst würde der jetzt noch nicht so weit hinterherhängen. Ich würde sagen, ups. Leute, F in den Chat für Toni Loni, der das Video schneiden muss und jede Donation rauscutten muss. Mein Beileid, mein Engel. Mein Beileid. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Abonnieren natürlich auch nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ja, nice Video. War halt wirklich ein richtig starkes Video. Was soll man machen, wenn er umklickt, sowas macht? Clickmaker. Oh, hops genommen. Und das auch noch von dem Hund. Hops genommen. Er übertreibt. Ey, Leute, F in den Chat. Alter, F in den Chat für den gefallenen Bruder. Dazu kann ich auch kein Wort mehr verlieren. Das ist wirklich, also, Junge, das ist ein dickes F, ja. Das ist ein Big F.